Es geht hier um organisierte Fahrradkriminalität. Wir hatten hier klare und deutliche Bezüge zu Lagerhallen hier in der Billstraße, dass hier im großen Stile gestohlene Fahrräder aufbewahrt werden. Nicht nur aus dem Hamburger Bereich, sondern tatsächlich auch aus dem gesamten norddeutschen Raum hatten wir klare Ermittlungsergebnisse dazu. Deswegen hat es heute Morgen eine Durchsuchungsaktion gegeben mit 180 Polizeibeamten. Tatsächlich haben wir hier in ein Wespennest gestochen. Nach derzeitigem Stand sind über 3.500 Fahrräder sicherzustellen. Das ist eine wahre Herkulesarbeit für die Polizei Hamburg. Derzeit werden 15 Lkw eingesetzt, um diese Massen an gestohlenen Fahrrädern sicherzustellen. Insgesamt kann man sagen, es ist der größte Schlag der Polizei Hamburg gegen die organisierte Fahrradkriminalität. Oder eine Vielzahl der Räder werden aus dem Hamburger Bereich kommen. Das heißt, die haben natürlich schon im näheren Umfeld ihre Taten begangen. Aber wir haben ganz klare Hinweise. Die EG Fahrrad hat Erkenntnisse aus dem gesamten norddeutschen Raum, dass Fahrräder gestohlen wurden, um sie hier in Hamburg eben in diesen Lagerhallen zu lagern, um sie dann abzutransportieren. Teilweise wurden die Räder zerlegt und vorbereitet für den klassischen Hehlereibereich. Das Verkaufen auf den bekannten Internetportalen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben Erkenntnisse, dass diese Fahrräder mit kleinen Lkw über die neuen Bundesländer in den osteuropäischen Raum transferiert werden sollten.